Ich bin in die Geschichte von Glenfiddich anschauen, ich sehe, dass die immer ihre eigene Art hatten. Und ich habe auch meine eigene Art gesucht, meine eigene Kunstform gefunden und finde, das passt jetzt hier sehr gut. Ja. Ja, die schöne Verpackung studiert und geschaut, was da für eine Firma dahinter steht. Und habe mich gefragt, was sind das für Werte, die das Ganze widerspiegelt. Und habe mich gefragt, wie kann ich das auch überbringen. Ja, das Glas in sich finde ich so ein spannendes und zeitloses Material. Und ich liebe es, wenn man eine Kraft vermitteln kann. Hammer und Glas ist eine Kombination, die mir sehr gut gefällt. Und ich habe das sehr grob verschlagen und ich habe das aber auch sehr fein verschlagen. Und es transportiert beide Mal etwas anderes. Wenn ich mit dem Hammer mahle, dann kann ich einfach wie mit einem Pinsel mit einer Farbe, nämlich dort, wo ich das Glas fest verschlage, dort wird es so weisslich. Wenn man einen dunklen Hintergrund nimmt, dann wird das so wie zum Leben erweckt. Die Gesichter transportieren die Emotionen, die ich eigentlich in dieser Marke sehe. Das ist meine Interpretation von was ich sehe in Glenfiddich.